Wir hatten damals drei Containerstandorte. Und weil wir einfach in unseren privaten Unterkünften keinen Platz mehr hatten. Wir haben schon alte Schulen in Beschlag genommen, dann halt in diesen großen Klassenräumen unwahrscheinlich viele Doppelbetten und sowas eingestellt hatten. Aber das war auf Dauer, war das keine Lösung. Und vielmehr, auch die waren irgendwann voll und wir mussten dann andere Sachen haben. Und dann wurden die Container geplant, ja. War ganz voll früher. In Zimmer vier Leute drinnen, jedes Zimmer. Die Wohnräume der Wohncontainer waren ausgestattet mit jeweils zwei Etagenbetten für vier Personen, ein kleiner Tisch, vier Stühle und zwei Schränke bzw. Doppelspinde für auch vier Personen. Dann haben wir hier eine Kochecke mit Kühlschrank und Spüle. Heizung ist immer noch die relativ teure ja, Stromheizung, Elektroheizung. Das hat vielleicht eine Größe von 20 Quadratmetern. Also das, denke ich mir, war auf jeden Fall belastend. Am Anfang war es auch so, dass man immer wieder gesagt hat, wir brauchen eine Wohnung oder hier kann man nicht wohnen. Hier ist es so wie ein Ziegenstall. Ja, ein Schaf oder ein Esel wohnt besser wie ich. Was auch sehr gerne genommen wird, sind dann halt Sessel oder sowas, die in den engen Container dann noch mit reingeschoben werden, damit es halt ein bisschen Gemütlichkeit auch für die Leute hat. Fernseher bemüht man sich irgendwo, dass sie sich irgendwo was auftun, damit sie halt da auch nicht ganz abgeschnitten sind. Dann bekommt jeder Asylbewerber von uns halt eine Ausstattung mit Topf, mit Pfanne, mit Geschirr, mit Besteck, dann halt auch immer wieder frisches Bett. Bettwäsche, dann Kopfkissen und Deckbett auch neu. Viele Leute hier gekommen, viel aus Irak, aus Afrika, aus Algerien, aus Türkei. Jeder kommt, seinen Aufenthalt gekriegt, weg. Es ist schon faszinierend. Also ich glaube, man sieht auch aus dem Herkunftsland, dass auch das wieder unterschiedlich ist. Die einen hängen sich also eine große Flagge direkt an der Tür auf und die anderen mögen da gar nichts mehr mit zu tun haben. Es ist sehr unterschiedlich. Natürlich ein bisschen schwer. Ein Jahr, anderthalb Jahre mit den Leuten habe ich hier gewohnt, drin, mit vier Leuten. War auch ein guter Kontakt, zusammen essen hier, zusammen kochen. Und alles ist weg, ich bin alleine hier. Manchmal ich denke auch, die Leute. War auch eine schöne Zeit.